Weiß ich Bescheid. Ich hatte noch kein Quarkbällchen heute. Das ist gelogen. Okay, ich hatte 3 Quarkbällchen. DRW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Ich bin ja tatsächlich gestern oder vorgestern, bin ich ja dem Teufel noch von der Schippe gesprungen. Weil ich war in einem MRT und habe meinen Kopf MRTen lassen. Wie heißt das? Wie ist das Verb für MRT? Ich war in einem MRT, scannen. Hab meinen Kopf scannen lassen auf Aneurysmen, weil das hin und wieder mal in meiner Familie vorkommt. Und was soll ich sagen? Sie haben ein Gehirn gefunden. Und ich soll es auch benutzen, haben sie gesagt. Ach so. Ja. Der Rest war in Ordnung, aber Gehirn war auch da. Immerhin, war ja nicht mehr zu rechnen. Ja gut, also dass da was vorhanden ist, schon. Aber ich hätte jetzt eher so an die Spaßzentrale gedacht oder weiß ich nicht, irgendwie an die... An Ob sie die bei mir finden können, da weiß ich aber nicht so ganz genau Bescheid. Die Gruften von irgendwas, weiß ich nicht. Die tiefen Geheimnisse wahrscheinlich, die ich in vielen Jahren aufgesogen habe. Unnützes Wissen, Teil 1 bis ja. 728. Das Einzige, was sie nicht gefunden haben, ist der Anfang von die 3 Fragezeichen und der grüne Geist. Mhm. Ich habe auf dem Server zu Hause habe ich eine ganze Menge 3 Fragezeichen Folgen liegen. Unter anderem der grüne Geist. Und der grüne Geist ist beschädigt. Der fängt irgendwie erst bei Minute 5 oder so an. Keine Ahnung, wie ein MP3 kaputt gehen kann. Aber da habe ich ab Minute 5 habe ich die Folge, mit anderen Worten, ich habe die ersten 5 Minuten nie gehört. Und neulich habe ich gedacht, ah, jetzt musst du kochen irgendwie, kannst du eine 3 Fragezeichen Folge anmachen. Das passt genau mit dem Kochen irgendwie. Welche nimmst du? Nimmst du mal der grüne Geist, aber von Amazon Music, weil da sind die nämlich auch alle. Und da habe ich zum ersten Mal die ersten 5 Minuten gehört. War doch fantastisch. Ganz andere Geschichte wahrscheinlich. Absolut. Ich wusste ja gar nicht, worum es geht irgendwie. Also, wahrscheinlich um grünen Geist. Ach so. Ja. Könnte sein. Die 3 Fragezeichen ist auch nicht in meiner Familie, aber in der Familie meiner Freundin auf jeden Fall sehr weit verbreitet. Dabei ist doch deine Freundin deutlich jünger als du. Also, das ist richtig. Ja. Hat aber eine ältere Schwester und Eltern, die auch auf 3 Fragezeichen, glaube ich, ziemlich abfahren. Das ist echt ein Ding. Das war früher so die Sachen, die Eltern cool fanden, die wurden früher nicht übernommen. Ne? Also wenn ich dran denke, was weiß ich, mein Opa fand James Last cool. Und meine Mutter stand total auf Roy Black. Das habe ich jetzt nicht direkt übernommen. Also der direkte Zusammenhang wäre vielleicht Musik, aber ja, ich kann sagen. Aber ansonsten hat man ja sowas eigentlich nicht übernommen. Aber bei uns ist es so, die Kinder, also wir hören 3 Fragezeichen, oft zum Einschlafen einfach, irgendeine Folge, die du schon kennst, dann geht der Kopf sehr schnell aus. Oder halt, wenn dann, ich glaube, im 2- oder 3 Monatsturnus kommt dann eine neue Folge raus. Ach so. Oder mittlerweile sogar noch schneller. Okay. Und dann gibt es immer die neue Folge. Meine Frau hört die immer mit dem Sohn zusammen. Dann sind die mal voll drauf. Da freuen die sich auch wirklich schon eine Woche drauf. Oh, ist bald wieder soweit. Dann ist so, wie die Hörer sich auf unserem Podcast freuen. Ah, guter Hinweis übrigens. Ich sitze ja auch nicht alleine hier. Ich fange mal damit an, vorzustellen. Denn nachdem die goldene Triefnase von Holtwig umgeschult hat auf Kaffee trinken und endlich wieder gesund sein, freue ich mich heute hier zu Gast sein zu dürfen. Das fällt nur nicht so auf heute mit der Triefnase. Bei den goldenen Ohren von Holtwig. der Seitenscheitel der Vernunft, die vernünftigste Hemdkonstruktion am Körper eines wundervollen Mannes, die ich jemals gesehen habe. Björn Schlüter zu meiner rechten Seite vom Publikum an der Kamera aus gesehen, aus der linken Seite. Und ich darf ganz herzlich begrüßen hier in den heiligen Hallen, Halle dieses Studios, den wohl bekanntesten Glatzkopf des Münsterlandes, wie ich sehe, fast frisch planiert nochmal extra. wieder in froher Botschaft unterwegs heute mit dem passenden T-Shirt und so nicht im Bild, aber an unseren glücklichen Stimmen zu hören, mit Quarkbällchen im Gepäck. Die Kiste mal. Genau, das wandelnde Musiklexikon und natürlich auch der größte Gitarrennerd, den ich kenne, Jonas Wagner vom Recording-Blog. Ich spiele mal Applaus ein. Ja. So für uns beide natürlich. Ja, hoffe ich. Das mit dem wandelnden Musiklexikon, ich stelle das immer wieder fest. Ne? Neulich saß meine Frau neben mir und sagte, ich bin immer wieder fasziniert, was du alles weißt. Und ich saß dann daneben und habe gesagt, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst immer, wenn ich feststelle, was ich alles weiß. Ja. So unnützes Wissen, wo du so, genau. so tief in den Schubladen hinten rumkramst und einfach mal so ohne Nachdenken so ein Ding raushaust. Aber wenn du mich jetzt auf den Kopf fragen würdest, wie heißt der und der Typ, könnte ich dir das nicht sagen. Also in 10 Minuten vielleicht, wenn ich nicht mehr darüber nachdenke. Aber es gibt so Sachen, die weiß man. Ich in dem Fall und andere Sachen, da bin ich komplett hilflos, was es angeht. Also ich kann mir einfach ganz schlecht so,
so Namen von Künstlern oder Bands in Zusammenhang mit Titeln oder so merken. Okay. Ja? Ja. Was natürlich sehr schlecht ist, wenn man zum Beispiel Top 40 Musik oder Tanzmusik macht. Das kennst du ja auch. ja, irgendwie, wenn du dann da am Keyboard oder eben als Bandleader irgendwie so ein wandelndes Musiklexikon hast, der dann mal eben irgendwas reinruft, wo er glaubt, er kann damit was anfangen und alle anderen auch. Und man selber denkt erstmal 5 Minuten drüber nach, okay, Titel XY, was war das nochmal? So ungefähr zumindest. Ja, ja. Ist das irgendwie eine schnelle Nummer, eine langsame Nummer? Ja. Ist das, keine Ahnung, Rock, Pop, Swing, Jazz? das ist immer sehr interessant gewesen bei mir. Und das hat sich leider bei mir auch so durchgezogen. Also ich erkenne ganz vieles, wenn ich es höre, kann ich sagen, ja klar, kenne ich. Ne? Ja. Ich kann auch nach 10 Sekunden dir vermutlich sagen, wie das Ganze harmonisch weitergeht oder so. Ja gut, das kann man ja meistens. Genau. Ja. Oder wie die Melodieführung weitergeht, aber ich kann dir meistens nicht sagen, wie der Titel heißt. Und ich weiß nämlich auch nicht, wie der Titel heißt. Das hat mir bei der Tanzmucke trotzdem, also vor Top 40 habe ich eine Zeit lang Tanzmucke gemacht, immer den Arsch gerettet, weil für mich persönlich war, weil ich so viel Musik gehört habe und die irgendwo in den Tiefen meines Hirns verbuddelt ist, war für mich eigentlich immer der Standardsatz, welche Dur? Ja, genau. Und dann kriegst du irgendwie jetzt C. Ja, Rest kommt von selbst. 3, 4 und dann schon Strangers in the Night. Wobei man da ja aufpassen muss, wenn dann ein Titel von Billy Joel angezählt wird, dann reicht welche Dur leider nicht, weil wenn Billy Joel 1 nicht hatte, dann war das Angst vor dem nächsten Akkord. Das ist absolut, wenn du versuchst mal Uptown Girl, ich glaube, ich habe schon mal drüber gesprochen, Uptown Girl mitzuspielen, Uptown Girl, klingt ja so fluffig, locker, kommt so herrlich daher. Versuch mal mitzuspielen, also jetzt am Instrument mit Saiten zum Beispiel oder am Klavier, ist nahezu nicht vorhersehbar, wie der nächste Akkord lautet. Da stehe ich fasziniert davor. Paul Simon, der kann das auch manchmal. Da sind auch Sachen, wo du sagst, der Akkord gehört da nicht hin, aber es ist ziemlich cool, dass der das gemacht hat. Ja, aber das ist eher die Ausnahme, ne? Also zumindest im Mainstream-Musikbereich ist es eher die Ausnahme, dass Harmonien nicht vorhersehbar sind. Ist sogar manchmal so vorhersehbar, dass man denkt, ja, langweilig. Aber die Leute finden es gut und das ist das Einzige, was zählt. Ja, weil das ist auch ein Prinzip aus der Comedy, was ich oft vielen Comedians so an die Hand gegeben habe. Erzähl den Leuten, was sie kennen und dann freuen sie sich. Ja, ist auch so. Ne? Also wenn du Leuten zum Beispiel erzählst, irgendeine Situation aus dem Alltag, die sie selber so wahrgenommen haben, aber nicht reflektiert haben. Und wenn du dann mal die Absurdität dieser Situation kurz skizzierst, indem du die Situation nacherzählst und ein bisschen überzeichnest, ein kleines bisschen, dann hast du den Lacher quasi schon garantiert, weil es ist was Bekanntes, die Leute waren selber in der Situation. Und wenn du eine Geschichte erzählt bekommst, wir sind jetzt mal bei der Technik von Comedy, wenn du eine Geschichte erzählt bekommst, reflektierst du die automatisch sofort auf dich. Und wenn die mit dir resoniert, und du das dann vor dem Hintergrund reflektierst, dann kommt der Lacher automatisch. Weil so bekloppte Situationen da, naja, das ist Handwerk. Könntest du auch mal den Comedy-Blog aufmachen, so als Zweitkanal. Ja, da müsste ich aber als Autor arbeiten und ich bin kein guter Autor. Ich meine so YouTube-Tutorials, weißt du, so für angehende Comedians. Ja, habe ich mich neulich mit auseinandergesetzt, mit YouTube-Tutorials. Ja, du hast YouTube-Tutorials über YouTube. Genau. Ich hab mir für meinen YouTube-Kanal, weil der ein bisschen stagnierte und ich herausfinden wollte, woran das liegt irgendwie, weil ich habe den Eindruck gehabt, dass ich alles okay gemacht habe und dass meine Videos informativ und unterhaltsam sind und so weiter, aber anscheinend habe ich irgendwas nicht richtig gemacht. Also stagnieren meine Einnahmezahlen, meine Zugriffszahlen, meine Abozahlen, stagniert alles. So, und dann sitzt du davor und denkst, ich habe doch nichts geändert, was ist denn los irgendwie? Und dann habe ich einen Kanal gefunden, das trifft dann wieder mein Humorzentrum. Da war ein Typ hochenergetisch und der schoss so aus dem Nichts heraus mit seinem Kanal, auf dem er erzählt, wie es funktioniert, einen Kanal aufzuziehen. So. Und der hatte innerhalb von, was weiß ich, 2 Jahren, hatte der jetzt über 100.000 Abonnenten aufgezogen. Mhm. Und jetzt ist mir gar nicht aufgefallen, jetzt neulich war er dann einen Monat offline und kam dann nach einem Monat wieder und der Titel des Videos war dann, was ist mit dem und dem passiert? Also er, ne, sein Name, verrate ich jetzt nicht. Und dann hat er erzählt, ja, er war so ausgebrannt, weil die sämtliche Energie, die er in das Wachstum seines Kanals reingesteckt hat, hat ihn so leer gezogen. Und interessant war tatsächlich, der hatte also quasi die Buchse virtuell runtergelassen und hat gesagt, so Leute, ich war wirklich am Ende. Ich habe vor der Kamera gesessen, ich habe gezittert, ich konnte nichts mehr machen. Ich bin komplett leer. Und jemand, der wie ich jede Woche ein Video macht, der weiß, was dahinter steckt. Da steckt dahinter, das ist im Prinzip, als wenn du jede Woche die Jahressteuererklärung machen musst. Jede Woche. Okay, alles klar. Dann sitzt er da, lässt die Hosen runter und darunter explodierte der Kommentarteil
weil plötzlich alle YouTuber, die ihm folgten und mal ein Video von ihm gesehen haben, jetzt da auch die Hosen runterließen. Und es scheint ein relativ weit verbreitetes Thema tatsächlich zu sein, dass YouTuber über die Pace, die die Plattform vorgibt, ausbrennen, weil YouTube will natürlich, dass du regelmäßig ganz viele Videos machst. Regelmäßig viele Videos machst. Ne? Weil das ist das Geschäftsmodell von denen. Die spielen dieses Video aus, dann wird Werbung gemacht und dann verdienen die ihr Geld, mhm, und wir verdienen ja auch unser Geld. Theoretisch. Ne? Aber letztendlich, wenn YouTube uns Creator mal so bezahlen würde, ich wollte gar nicht so tief reingehen, aber wenn die uns mal nach dem Aufwand bezahlen würden, den wir eigentlich haben, die Bundesregierung hat ja gerade beschlossen, den Mindestlohn auf 12 Euro hochzusetzen, wenn du das mal zusammenziehen würdest, dann wäre YouTube leider pleite, das funktioniert ja nicht. Und YouTube basiert ausschließlich auf der Ausbeutung der Creator. Das ist natürlich eine geile Plattform, weil die drehen ja die Wirklichkeit um eigentlich. Ne? Also das Geschäftsmodell ist die Ausbeutung der Creator. Die Creator kriegen nicht das Geld, was sie eigentlich bräuchten, um den Aufwand zu rechtfertigen, den sie da reinstecken. Und YouTube sagt aber, ja, wir stellen ja die Plattform zur Verfügung. Ne? Ja, gut, aber das kommt mir ja bekannt vor. Ne? Ja, ja. Also ob das Spotify ist. Ja, und das können wir übertragen, genau an der Stelle. Oder ob das auch Social-Media-Plattformen wie Instagram oder wie auch Facebook immer ist. Ne? Wenn man sich überlegt, alles rein. Genau, wenn man sich die Entwicklung von Facebook anschaut in den letzten 5 Jahren, du bekommst als Seite, ob das jetzt irgendwie, du hast eine Band und machst deine Seite, lädst deine ganzen Freunde ein und machst vielleicht, spielst eine Show und folgen dir wieder 10 Leute oder drücken auf Gefällt mir, hieß das ja früher. So, du hast irgendwie 1000 Follower auf deiner Bandseite oder auf deiner Studioseite und du postest irgendwie ein Bild oder einen Beitrag und du hast eine Reichweite von 50 Leute oder so. Ne? Ja. Da denkt man dann auch jedes Mal so, okay, was ist da passiert? Ne? Also als dann dieses, du musst dafür bezahlen, um gesehen zu werden, losging, da war ja Instagram der Shit, weil Instagram dann noch die organische Reichweite hatte. Ja. Dann sind die Leute alle von Facebook zu Instagram gegangen. Mittlerweile hat Instagram auch keine organische Reichweite großartig mehr. Zumindest ist es genauso Lotto wie YouTube. Ja. Ne? Und letzten Endes auch da, klar, Instagram ist natürlich deutlich weniger noch eine Lehrplattform oder auch eine inhaltliche Plattform, wie es YouTube ist, natürlich. Aber trotzdem, auch da sind ganz viele Creator unterwegs, die natürlich mit den neuesten Schminktipps oder so da auch ihr Geld verdienen, was ja auch vollkommen legitim ist. Ja, über die Werbung, ne? Aber das Fakt ist halt, der Aufwand, der da reinfließt, steht eigentlich selten im Verhältnis. Das ist wie bei der Musik, ne? Die obersten 0,5% von ihnen richtig viel Geld und die 99,5% da unten drunter, die versuchen so lange zu strampeln, bis aus Milch Butter wird, die geben einfach alles rein und tragen das System am Ende des Tages. Ne? Und das ist wirklich, also wenn man da mal, ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und dabei ist mir überhaupt erst diese Idee gekommen, dass YouTube natürlich toll ist, weil YouTube stellt die Plattform, die Infrastruktur und alles und die Grundidee ist auch super. Jeder kann einen Fernsehsender aufmachen. Wenn du es aber mal runterbrichst und einfach mal die Perspektive wechselst, funktioniert das Ganze ausschließlich auf der, und da kommen jetzt die Sozialisten und die Kommunisten um die Ecke, das war ja schon immer so, erfolgreiche Systeme haben immer auf der Ausbeutung des Kleinen funktioniert. Ja, was mich einfach da hin und wieder ärgert, ist einfach die mangelnde Wertschätzung. Ne? Früher habe ich gedacht, also das ist ja bei Followern zum Beispiel, du kannst ja von Followern bei Instagram kannst ja kein Brötchen kaufen. Ne? Wenn jetzt also ein Follow 1 Euro kosten würde, wüsstest du erstens, dass er sehr, sehr ernst gemeint ist. Und zweitens hättest du auch was davon. Ne? Dann gibt's auch ich muss mal den Spruch gerade rekonstruieren. Follower bei Instagram zu haben, ist genauso wichtig wie Monopoly-Geld im echten Leben. Ja, genau. Ja, also, stehst an der Kasse, wählst damit und dann sagen sie so, und jetzt? Richtig. Ja. Also bedingt ist das natürlich falsch. Also klar, kann man jetzt Monopoly Geld nicht mit Followern vergleichen, kommt natürlich immer drauf an, wie du das dann auch nutzt, ne? Sage ich jetzt mal. Ja. Es gibt natürlich dubiose Seiten, wo du dir irgendwie Follower oder auch Abonnenten oder Klicks bei YouTube oder so kaufen kannst. Letzten Endes machen das ja viele einfach aus Selbstbefriedigungs- oder egoistischen Gründen, um zu sagen, Beispiel, ein Kunde von mir, ich habe einen Song gemastert für einen vollkommen unbekannten Künstler. Das war dann der zweite oder dritte Track, den ich für den gemacht habe. Lief über einen Bekannten von mir, über einen Produzenten.
Die ersten zwei Songs hat ja auch ganz aufwendig Videos gedreht, aber hat halt einfach ein furchtbar schlechtes Marketing gemacht, nämlich gar keins. Einfach nur so, hey, hier ist mein Song. Da ist mein Song. So, und jetzt müsst ihr das alle gucken. Ja. Und hatte dann irgendwie halt, weiß ich nicht, 1000 Aufrufe oder 1500 Aufrufe bei YouTube auf dem Video. So, ja. Jetzt kam der dritte Song, der war jetzt nicht besser als die anderen. Ne? Ich meine, will jetzt da gar nicht drüber lästern, aber es war jetzt auch wirklich nichts Besonderes, nichts, auf was die Welt gewartet hat, ja, wenn ich das beurteilen kann. Ja. Jetzt kam der dritte Song und ich habe das irgendwie erst eine Woche später gesehen oder 5 Tage später, dass der Release war, und klicke auf das Video und es hatte 120.000 Aufrufe. So, und dann gibt es ja so ein paar Indikatoren, wenn man ein bisschen weiß, wie das Ganze funktioniert, gibt es ja so ein paar Indikatoren. Weißt du, wo die herkommen? Ne? Da guckst du, 120.000 Aufrufe, 10 gefällt mir Angaben, ja, und 2 Kommentare. Ne? So von der Mutti, hast du schön gemacht. Ja, irgendwie, ja, ne? Ja. Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden. Essen steht in der Mikro. Ja, genau. Ich will das jetzt ja gar nicht schlecht reden in dem Moment. Jeder versucht natürlich irgendwie voranzukommen, aber das ist halt der völlig falsche Weg. Ne? Also du kannst, anstatt irgendwie Geld auszugeben für Fake-Aufrufe oder Fake-Klicks oder Likes oder was auch immer, gib doch Geld für Werbung aus. Ja, gibt doch wirklich, dass echte Leute auf den Link klicken, ja, und sich das Video oder zu Spotify oder zu eurer Facebook-Seite. Das ist ja schon ein Lottospiel. Also da wirklich, das ist klar, oder eine Wissenschaft für sich, nennen wir es mal. Aber so, damit, ne, kannst du wachsen, nicht damit, dass du Klicks kaufst. Nein, nein. Ne? Also, das Einzige, was du machen kannst, soll ja heutzutage noch dazugehören, dass man sich auf die passenden Spotify-Playlisten einkauft. Ist auch verboten, ne? Ist illegal. Das ist nicht erlaubt? Das ist nicht erlaubt. Offiziell, ach so, ist das bei Spotify in den Schlammigtod AGBs, oder wie heißt es dann, ja, ist das verboten, dass du nur gegen Bezahlung auf eine gewisse Playlist oder sowas gelassen wirst. Aber alle wissen natürlich, dass es genau. Anspruch und Wirklichkeit sind da sehr weit auseinander. Genau. Ja, da gab es tatsächlich mal einen YouTube-Kanal, da war ich schon 2-3 Jahre dabei und hatte dann eigentlich schon mit dem Recording-Blog angefangen. Ich habe ja im ersten Jahr nur Musik gemacht und dann eigentlich erst den Recording-Blog gestartet. Okay. Also 2014 habe ich erst ein Jahr lang Musik gemacht und da auch furchtbar viel gelernt und dann das Gelernte quasi angefangen weiterzugeben, auch mit meinem alten Wissen noch und so weiter, und daraus den Recording-Blog gemacht. Und da gab es damals parallel, ich war so 2-3 Jahre dabei, gab es eine Plattform, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, die veröffentlichten auf jeden Fall, Cover Nation, genau so heißt, den Kanal gibt es auch heute noch, Cover Nation, die irgendjemand, klang sogar osteuropäisch, hatte gegründet irgendwie diesen Kanal, Cover Nation, und bot jetzt quasi als Plattform für andere an, dass die ihre Cover da reinstellen können. Mhm. Und ich hatte zu der Zeit, war ich gerade so im A Cappella-Modus. Ich hatte so ein paar geile A Cappellas gesehen und habe gedacht, das möchte ich auch mal ausprobieren. Habe ich dann auch gemacht. Habe dann Firestone von Kygo aufgenommen und irgendwie noch verschiedene andere Songs, irgendwie Coldplay aufgenommen, sehr aufwendig irgendwie mit, was weiß ich, 30 Stimmen und alles vom Mund gemacht, alle Geräusche. Und habe dann gedacht, ich will diesen einen Song, den ersten, vor allem der war gut gelungen, den möchte ich auch mal bei Cover Nation sehen. Und habe den dann da hingeschrieben und habe gesagt, hier könnt ihr mal mein Cover auch veröffentlichen und so weiter. Haben sie dann auch gemacht und das hatte dann auch respektabel bei denen Klicks, irgendwie so 1000, 2, 3, 4.000 Klicks, keine Ahnung, für mich war das schon viel. Und dann habe ich ein halbes Jahr später dann gesehen, ah, guck mal, Cover Nation ist ja wirklich, das funktioniert irgendwie. Das ist ja schön, dass die da so eine schöne Plattform gemacht haben. Schickst du mal wieder einen Titel hin? Ich habe ja gerade wieder einen aufgenommen. Mhm, genau, du hast das Zeichen gerade schon gezeigt, die wollten Geld dafür haben. Mhm. Plötzlich kostete deine Veröffentlichung da 1.000 Euro. Und das Blöde war jetzt, dass die quasi eine Reichweite versprochen haben, also eine theoretische Reichweite, weil es wuchs dann, die hatten dann 100.000 Abonnenten, 500.000, Millionen, also hast du eine virtuelle Reichweite. Und dann kommt natürlich das angehende Popsternchen, das jetzt auf dem normalen Markt, böse gesprochen, jetzt eigentlich nicht so klar käme, aber vielleicht finanziell gut ausgestattet ist. Vielleicht hat Papa ein bisschen Geld an der Tasche oder so. Ich will dem Sternchen gar nicht ans Bein pinkeln. Also ich will nur das Prinzip skizzieren irgendwie. Also es wird jemandem erzählt, du kannst gut singen. Von der Industrie machen das ja ganz viele, weil sie wollen ja dein Bestes, nur dein Geld dafür, dass du dann gut singen kannst, was sie dir dann nicht verraten, ob das wirklich so ist. Dann nahm also Sternchen jetzt Titel XY auf, dann nahm Papa, Produzent, Label, sonst wer irgendwie Geld in die Hand, gab das Cover Nation. Und du kannst ja ausrechnen, wenn die jede Woche 1-2 Titel veröffentlicht haben, die Woche hat 50 Wochen, und am Anfang hat es vielleicht nur 500 Euro gekostet, ich weiß jetzt nicht, was es heute kostet, da stattzufinden, und dann hast du halt Klicks auf deinem Video. Aber du wirst ja nicht berühmt damit. Nein. Also ich kenne das Prinzip sehr, sehr gut. Nicht von YouTube, sondern von Instagram. Ja. Bei Instagram gibt es ganz viel. Das werden viele Hörer vielleicht auch wissen. Weil wir sind ja auch alle Gear- und Studio-Nerds und so und sehen natürlich gerne Bilder von tollen Studios oder auch von anderen Home-Studios oder sowas. Da gibt es ganz, ganz viele Seiten,
die einfach Bilder von Studios posten. Schöne Bilder von Hardware, sonst was irgendwie. Okay. Ja, oder auch einfach irgendwie cooles Homestudio mit einer geilen Beleuchtung oder weiß ich nicht, irgendwie 1000 Synthies oder 1000 Gitarren und so. Ja. Also wirklich ganz nett. Und Gear-Porn quasi. Genau. Und ich sehe, man kann das ja sehen, wer solchen Seiten noch folgt oder wer die Fotos liked und so. Alles gut. Ich bin da ja, wie du weißt, ja auch ziemlich intensiv unterwegs bei Instagram, hab da ja auch schon... Dürfen wir übrigens leider nicht vergessen, noch ein Foto zu machen. Selbstverständlich. So. Also ich habe ja auch schon Videos zum Thema Instagram gemacht für andere Leute. Okay. Genau, ich habe selber sehr kostenintensive Workshops gemacht. Also besucht oder gegeben? Nee, besucht, genau. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her und da ist es ja ähnlich mit dem Algorithmus. Wie auch immer, diese Seiten, die diese Studios posten, funktionieren ganz genauso wie dieses, was du gerade sagtest mit Cover Nation. Das heißt, im Zweifel gibt es, keine Ahnung, 10 von diesen Seiten, die wirklich, naja, oder Profile heißt es ja bei Instagram, wo wirklich was los ist. Ja. Die haben wirklich dann 1 Million Follower oder ein paar hunderttausend oder so. Jetzt weiß man natürlich auch nicht, wie kommen diese Followerzahlen zustande. Mhm. Ja, das ist Punkt 1. Und dann gibt es ganz, ganz viele kleinere Seiten, die das versuchen natürlich zu imitieren. Ja. Und ich weiß noch, als ich dann anfing, sehr, sehr, sehr viel auf Instagram auch zu machen, kriegte ich dann die Anfrage, hier, schick uns doch mal bitte, wenn du möchtest, per E-Mail ein High Quality, also ein unkomprimiertes Bild irgendwie oder Bilder von deinem Studio. Ja. Wir würden uns freuen, dich da zu featuren und dich zu markieren. Irgendwie, ach, guck mal, Mensch. Das ist ja nett von denen. Ne? Das sind auch nette Leute. Menschenfreunde. Ja, also gibt ja doch noch nette Menschen. Wie viel Geld habe ich für Werbung ausgegeben und jetzt kommen die einfach so nett um die Ecke? So, und das war dann, wie gesagt, als ich so sehr intensiv damit vor 3 Jahren oder so gestartet bin, und dann habe ich das hingeschickt und dann haben die das auch gepostet und total gut. Ich habe damals schon immer gedacht, wie kommt das zustande, ähnlich wie jetzt mit den 120.000 Aufrufen bei YouTube, wie kommt das zustande, dass ein Profil bei Instagram, ich sage jetzt einfach mal, 1 Million Follower hat, aber die Bilder haben die Posts haben im Durchschnitt 17 Klicks. Ja, oder 500 oder wie auch immer. Ne? Aber in einem Verhältnis, was überhaupt nicht schlüssig ist. Ja. Wie kann das sein? Ja. Gut, da habe ich gesagt, wurscht, war ja umsonst. Ja. Ne? Vielleicht haben 2 Leute auf mein Profil geklickt, einer ist voller geworden und in 10 Jahren wird daraus vielleicht mal ein Kunde oder so. Ja. Wie auch immer. Jahr später oder so, als meine Followerzahlen dann auch schon ziemlich gut waren, kamen dann besagte Seiten oder auch ähnliche Seiten einfach quasi mit der klassischen Kaltakquise per Direct Messenger bei Instagram. Hier, möchtest du nicht, also auf Englisch, ich übersetze jetzt mal frei, möchtest du nicht gefeatured werden, wenn wir dein Bild in die Story packen, also Story ist ja nach 24 Stunden wieder weg, und dich markieren, dann kostet das $100. Wenn wir dich, wenn wir ein Bild von dir posten, am stärksten Tag der Woche konnten die dann Analytics vorweisen, irgendwie mittwochs um so und so viel Uhr, dann kostet das so und so viel und wenn wir das dann posten und noch in die Story und wenn wir das posten und machen daraus noch ein, weiß ich nicht, ein Story-Highlight und also es gab so eine richtige Preisliste, das war wirklich Geschäft. Genau, als wenn du reingehst und fragst, was kostet was kostet eine Flasche Wasser? Ja. Ne? Also das Schlimme finde ich, dass da mit den Hoffnungen von Leuten gespielt wird an der Stelle. Da werden also Leute, die sich jetzt nicht so intensiv damit auskennen, die solche Analytics auch nicht lesen können, also die Zahlen, die zeigen, wie Zugriffsdaten gewesen sind, die analytischen Daten quasi, die nicht lesen können, oder irgendein Firmenbetreiber, der sagt, hey, wir müssen mal was mit Insta machen irgendwie und dann gibt es halt dieses Angebot, 120.000 Follower oder 1,2 Millionen oder wie viel es auch immer sind, keine Ahnung irgendwie, da sind wir gut aufgestellt, da wird das Geld dann reingeblasen. Und dann wundern sie sich hinterher, dass nichts passiert ist und sagst, ja, aber Leute, wenn man mit einem halben Auge drauf geguckt hätte und mit 10% Verständnis, dann würde man doch sehen, dass da eine Diskrepanz zwischen verschiedenen Zahlen sind. Ja, genau. Und vor allem nochmal, Follower bringen dir nichts an der Würstchentheke oder an der Brötchentheke. Höchstens halt, deswegen sage ich auch immer ganz vielen, oder in der Vergangenheit habe ich viel über das Thema Instagram auch gesprochen, also auch mit anderen Leuten und habe, wie gesagt, auch Videos, so Anleitungsvideos gemacht und sowas. Das Problem ist einfach nur, genau wie jetzt auch zum Beispiel im Recording-Blog, ohne das böse zu meinen, aber die meisten erhoffen sich ja eine Wunderformel, die man dann nachbauen kann. Genau. So, ne? Ja. Gibt ja auch
so deutsche Lehrinstitute, die dann in ihre Bücher drucken, dass man die Bassdrum immer bei 60 Hertz anheben muss, damit die gut klingt, ja, ohne deinen Namen zu nennen. Das stimmt so nicht, ne? Es sind 63 Hertz. 2,2. Ja. So ist das natürlich auch bei Instagram. Das heißt, nur weil das für mich gut funktioniert, diesen Weg zu gehen, heißt es nicht, dass es für dich gut funktioniert. Ne? Nein. Und du musst immer sehen, wenn du zum Beispiel einfach tolle Fotos machst von deinem Studio, ziehst du damit nicht unbedingt Kunden an. Jetzt als Beispiel. Also du hast jetzt irgendwie ein Studio, keine Ahnung, für was auch immer, Recording, gerade, sagen wir mal jetzt, Producing, Recording, Mixing. Ja. Da ziehst du nicht unbedingt Kunden mit an, weil der Schlagzeuger von der Band XYZ, den juckt das doch nicht, ob du einen Neumann U87 oder ob du einen Rode NT1A da stehen hast. Nein. Ja. Wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, in meinem Bereich, Mastering, das heißt meine Zielgruppe, meine Kunden, ja, sind Leute, die wissen, was bei mir im die können schon, also für die ist vielleicht wichtig, dass da das und das Gerät ist oder generell analoge Geräte. So ein Manultec zum Beispiel. So ein Manultec, ja. Liebe Grüße an Phil, falls ihr es hört. Rechnung kommt. Nein, Quatsch. Da ist es vielleicht ein bisschen wichtiger. Das heißt, wenn ich irgendwie halt so diese Gear-Porn-Bilder poste, dann kann mir das durchaus Kundschaft auf Dauer bringen. Ja, weil das für Glaubwürdigkeit steht, genau, in dem Fall. Ne? Weil die Leute das dann wichtig oder finden irgendwie. Ne? Ganze Anfragen bei mir beruhen auch darauf, ich hätte gern ein analoges Master. Ja. Wo ich dann immer sage, okay, ich verspreche, ich benutze kein Plugin, damit das auch analog ist. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ne? Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Das heißt, du musst immer so ein bisschen für dich selber abchecken oder abstecken, ob du jetzt eine Band bist oder ein Studio oder was auch immer. Versuch nicht irgendwas zu kopieren. Nicht jetzt musikalisch sowieso oder soundtechnisch, aber gerade auch im Marketing. Ne? Weil ich sag mal, diesen Weg XY, den ihr versucht zu kopieren, der hat vielleicht bei Band, keine Ahnung, nebenan im Proberaum geklappt. Super funktioniert, genau, aber für euch funktioniert es vielleicht nicht, weil ihr eine ganz andere Zielgruppe ansprecht. Ne? Ja, also häufig heißt es ja, dass man durchaus, also nicht kopieren soll, kopieren wäre ja 1:1 nachmachen, also genau gleich machen, sondern dass man schon Sachen beobachten soll, lernen von den Besten, ne? Dass du also, was weiß ich, wenn du bei Insta Fotos von den Besten siehst in dem Bereich, in dem du dich rumtreibst, irgendwie, dass du dann guckst, okay, wie werden denn diese Fotos gemacht, ne? Weil die Qualität sowohl bei YouTube als auch bei Instagram ist ja immens gestiegen. Es ist ja nicht mehr knipsig, mach ein Foto und schreib da hey, happy like drauf, sondern das ist ja mittlerweile ein Foto für Instagram, ist ja eine Inszenierung. Genau wie ein Video bei YouTube mittlerweile so aufwendig ist. Ich habe gestern einen Freund, der saß bei mir im Studio, wir haben einen Song von ihm gemischt und da habe ich mal so aus Spaß, habe ich ihm mal so meine Final Cut Pro Session aufgemacht vom letzten Video. Da ist mir echt die Klappe so runtergefallen, weil das ist halt ein immenses Schnitt-Tohuwa-Bohu, was da stattfindet. Ich nehme teilweise mit 3-4 Kameras auf, Bildschirm etc. pp., Ton dazu und so weiter und so fort. Und wenn es dann irgendwann geschnitten ist und du siehst dann diese 14 Minuten oder 12 Minuten da bei YouTube, die kurzweilig durchplaudern und da ist diese hochenergetische, aufgeladene Glatzkopf vor der Kamera, dann siehst du ja nicht, was dahinter steckt. Du siehst ja nicht, dass ich da den ganzen Tag dran geschnitten habe, dass da eine Session dran steckt und so weiter und so fort. Also geschenkt irgendwie. Aber die Qualität, die heutzutage da erwünscht ist, die ist schon immens, ne? Aber das ist so wie überall, ne? Das sage ich ja auch immer ganz viel, ganz vielen meiner Kunden oder wenn ich Anfragen bekomme, hier Mastering 17, wo ich immer sage, ganz ehrlich, ja, kann ich schon mastern, aber mit welchem Ziel? Ja. Ne? Was dann hast du damit vor? Genau, also dann wird aus einem ziemlich schlechten Mix ein durchschnittlich okay klingendes Master. Ne? Aber auf Basis eines schlechten Mixes. Ja, genau. Was hast du halt damit vor? Ne? Ja. Also man darf halt nicht anfangen, an den falschen Stellen irgendwas zu polieren, was vorher schon kaputt gegangen ist. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht immer sinnvoll ist. Es gibt natürlich auch Situationen, wo das mit Sicherheit sinnvoll ist. Aber so ist es eben bei der Musik auch. Weil niemand wartet darauf, dass du deinen Song veröffentlichst. Nö. Davon kann man sich auch frei machen tatsächlich. Ne? Und, genau. Und neben allem, was da normalerweise dazugehört, also neben Talent, guter Song, gute Aufnahme und so weiter, auch Marketing, selbst wenn alle Parameter stimmen, fehlt immer noch Glück. Na ja, klar. Wenn du denselben Song zur falschen Zeit rausbringst oder wenn du einen Song rausbringst, mein Lieblingsbeispiel ist immer Torn von Nathalie Imbruglia, zum Welthit gemacht worden. Torn? Sagt dir nichts? Naja, wir haben ja gerade drüber gesprochen, dass du dich dran erinnern kannst. Ne? Nathalie Imbruglia ist eine Australierin, ganz hübsches Ding irgendwie, aber unabhängig davon eine fantastische Musikerin, auch eine tolle Frau und hat halt diesen Song gesungen, Torn. Der ist allerdings ein Jahr vorher von der Frau, die Torn geschrieben hat,
rausgekommen. Mhm. Und zwar, also wenn du die übereinander legen würdest, würden die sich wahrscheinlich phasenidentisch auslöschen, nahezu, weil Ablauf, Instrumentierung ist nahezu alles gleich. Nur die Schreiberin, die Komponistin und Musikerin, die den rausgebracht hat, war halt, zu dem Zeitpunkt war der Song nicht erfolgreich. Ein Jahr später nimmt dann also Natalie Imbruglia, damals auch noch gar nicht bekannt, diesen Song auf, bringt den raus, bam, Welthit. Ja. Ne? Und wo du dann wirklich sagst, okay, es ist ja exakt das gleiche Produkt. Also es war auch nicht schlechter gesungen oder so. Es war ein bisschen anders gesungen, weil die Stimme halt ein bisschen anders war. Aber es war exakt der gleiche Song. Ein Jahr später, anderer Künstler. Und das Ding geht voll durch die Decke. Die ursprüngliche Schreiberin hat sich sicherlich gefreut darüber. Na klar. Weil, ne? Also wer schreibt schon mal einen Welthit? Ne? Und auf der anderen Seite stehst du aber als Künstler davor und denkst so, ja, aber warum? Weil man versucht ja immer ein Schema zu finden. Ne? Warum hat was funktioniert? Du hast ja selber auch schon mal gesagt, dass du ein und denselben Post zweimal gebracht hast. Einmal mit null Reaktion und gefühlte Viertelstunde später geht das Ding voll durch die Decke, ohne dass nachvollziehbar ist, woran es liegen könnte. Ne? Ja. Und wenn es halt so random ist, also wenn es wirklich so komplett zufällig ist, dass du einfach nur im Nebel stocherst, dann kann das ganz schnell frustrierend sein. Ja, nochmal, um das richtig zu stellen, was ich eben meinte mit, dass niemand darauf wartet, dass du jetzt einen Song veröffentlichst. Ja. Damit meinte ich nur, dass man immer sicherstellen sollte, dass alles, was man beeinflussen kann, ne? Ja, da gibt's vollkommen recht. Dass man das auch beeinflusst, dass man nicht sagt, na gut, bei der Aufnahme, hattest du das nicht erzählt mit der Band, die im Studio war und dann aber nur ein paar Stunden gebucht hatte? Ja, das zieht sich immer so ein bisschen durch. Ja, wir waren im professionellen Studio. Ja, aber warum klingt das so kacke? Ja, wir hatten nur ein paar Stunden und mit Aufbau und Soundcheck und dann mussten wir uns irgendwie beeilen und deswegen rumpelt und pumpelt alles, weil wir uns nicht wohlgefühlt haben. So. Wir hätten es auch lieber besser abgeliefert, aber wir hatten nicht so viel Zeit. Oder sagst, ja, genau. Das ist dann halt genau der falsche Weg. Ne? Das kann man ihnen ja nicht vorwerfen. Ne? Nein. Aber nochmal, ich will ja jetzt niemanden damit schlecht machen. Ich will nur sagen, alles, was du beeinflussen kannst, beeinflusst das. Ja. Natürlich bedeutet das entweder Geldeinsatz, das heißt, wenn du wirklich sagst, so wie jetzt die Band, okay, ja, dann bucht halt nochmal zwei Tage das Studio, so geht wahrscheinlich nicht. Alles gut. Dann heißt das entweder Geldeinsatz, dann muss man halt selber Recording-Equipment kaufen, muss monatelang dem energetisch geladenen Glatzkopf zuschauen beim Recording-Blog, nee, oder muss ich halt damit fortbinden, weil das, was bei einer Produktion, wenn wir jetzt über eine akustische Produktion, also Band, Schlagzeug, Gitarre, was auch immer, Bläser von mir aus, wenn wir über solche Sachen sprechen, das Zeitintensive an den Produktionen ist die Aufnahme. Ja. Jetzt will ich mal die Komposition und so nicht außen vor lassen, aber das passiert ja nicht zwangsläufig in irgendeinem Umfeld, wo man für bezahlen muss. Ja. So, die Aufnahme kostet nun mal am meisten Zeit und dementsprechend am meisten Geld, wenn man dann in ein Studio geht. Genau. Aber wenn es dann an den Mix geht, zum Beispiel, und man weiß oder man hört selber, das ist ganz weit davon entfernt, wo ich jetzt gerne hin möchte damit, dann muss man sich immer, und das ist die Frage, die ich immer stelle, die du eben schon so eingeworfen hast, was ist denn mein Ziel? Möchte ich einfach nur für mich Musik machen? Dann ist es doch alles gut. Ja. Dann schau dir vielleicht ein paar Tutorials an oder üb ein bisschen, hör ein bisschen Musik, das, was wir immer erzählen. Ja. Ne? Hör Referenzen, mach dies, mach das. So, dann wirst du am Ende des Tages mit Sicherheit ein Ergebnis hinbekommen, wo du gut mit leben kannst. Ja. Ne? Das wird aber definitiv niemals irgendwie den nächsten oder übernächsten Step machen, dieser Song. Außer jemand hört den und sagt, den finde ich gut, lass uns den nochmal neu produzieren oder nochmal neu mischen oder wie auch immer. So, das ist das, was passieren kann. Ne? Nur, dass dieser Weg schon deutlich schwieriger ist, als wenn man zum Beispiel sagt, ich habe einen sehr gut produzierten Song, der auch gut klingt, muss jetzt ja nicht irgendwie im, was weiß ich wo, im Studio im für drei Monate eingemietet sein, sondern es ist, du hast ein solides Ergebnis und du weißt, okay, ich veröffentliche jetzt mit einem ganz klaren Plan. Ich weiß, ich brauche ein bisschen Werbebudget, keine 20.000 Euro, aber wenn ich vielleicht sage, okay, 200, 300, 400 Euro oder so möchte ich jetzt auch investieren. Dazu gehört natürlich, dass deine Band auch irgendwie oder du als Künstler Social Media technisch stattfindest, dass du da vernünftig gefunden werden kannst, wenn jemand nach dir sucht, dass du ein Spotify Artist Konto hast, dass du deine ganzen Seiten, Profile mit Verlinkungen und all den ganzen Kram, dass du das alles auf Vordermann hast, ne? Weil, was ich eben schon mal sagte, wenn du jetzt einfach sagst, hier, ich habe übrigens einen neuen Song, der kommt jetzt heute raus, und dann teilst du den Link bei
Facebook, Instagram und in deinem WhatsApp-Status und wunderst dich nach einer Woche, dass du passiert, 126 Aufrufe hast. Ja, so läuft es aber halt nun mal. Niemand wartet jetzt darauf und wird jetzt dafür sorgen, dass das jetzt zum Hit wird oder dass das Ding berühmt wird. Ich habe übrigens die magische Formel, wo du das Geld für die Werbung herbekommst. Nämlich? Mach keine CD. Ja, natürlich nicht. Ja, so natürlich ist das gar nicht. Ich bin neulich bei einem Freund vorbeigefahren, der war in seinem Schuppen am Rödeln. Irgendwie, was machst du? Ja, ich muss die ganzen CDs hier mal so langsam entsorgen. Wer kauft die denn noch? Mhm. Ja, wer kauft die noch? Tatsächlich. Was haben wir früher in eine CD-Produktion Geld reingesteckt, bis sie dann da waren? Dann mussten die irgendwo verkauft werden oder eine Platte. Heutzutage ist ja ein Statussymbol, eine Vinylplatte zu machen. Oder ja gut, so, aber ne? Da sind die Verkaufszahlen ja auch sehr, sehr ansteigend, ne, bei Vinyl. Sehr stark ansteigen. Schon, aber um da erstmal hinzukommen, Leute zu haben, die potenziell Platten kaufen von dir, sollte man die erste, zweite und dritte CD erstmal nicht physisch produzieren, sondern das Geld für die physische Produktion. Ich meine, klar freut sich Mama, wenn sie eine echte CD von ihrem Bengel in die Hand gedrückt wird und oh, jetzt hat er es geschafft, eine echte CD. Aber in Wirklichkeit ist das Geld natürlich aus dem Fenster rausgeworfen und müllt im Prinzip nur die Umwelt voll. Da habe ich eine lustige Anekdote zu. Jetzt kommt's. Also pass auf, das war wirklich herzerliebst. Das war noch vor, bevor wir diese Pandemie, über die wir nicht mehr sprechen wollten in dem Podcast, bevor die begonnen hat, habe ich einen Anruf bekommen von einem offensichtlich älteren Herrn hier aus der Nähe, aus dem Münsterland. Er hätte mich mein Studio irgendwie gefunden bei Google. War schon, glaube ich, über Google. Genau, er möchte gerne eine CD aufnehmen. Ich habe gesagt, okay, ja so und so. CD aufnehmen ist jetzt so, als wenn ich anrufe und sage, ich möchte gerne ein Auto kaufen. Dann brauche ich ein paar mehr Infos. Ja. Ne? Und dann hat sich halt in dem Gespräch rausgestellt, dass dieser Herr, er war irgendwie Mitte 70, glaube ich, oder sowas. Mhm. Er war halt 40, 45 Jahre oder wahrscheinlich sogar noch mehr. Ich will es gar nicht unter den Scheffel stellen. War ewig unterwegs als Alleinunterhalter, beziehungsweise halt so in so ein, zwei, drei Mann kommen, so wie das früher halt war. Ja. Ne? Jeden Tanztee gespielt. Ja, ja, genau. Ja. Oder was weiß ich, Volksfeste und Geburtstage und hast du nicht gesehen. Und er war jetzt noch fit, aber er sagte, na, so langsam geht's bei mir auch bergab so körperlich, ne? Und hier Hüfte und hast du gesehen. Und bevor ich irgendwann mal nicht mehr kann, möchte ich einmal so die Lieder, die ich immer am liebsten gespielt habe, möchte ich mal aufnehmen. Ja. Ja. Und er würde sich doch sehr wünschen, wenn er mal vorbeikommt. Ich sollte mal bei ihm vorbeikommen. Er lädt mich ganz herzlich ein. Und dann sollte ich mir das mal anhören, was er da macht und sollte mir mal Feedback geben. Ja. Habe ich wirklich, gebe ich ja zu, als Geschäftsmann und als Betreiber eines zu dem Zeitpunkt auch schon zu 100% auf Mastering spezialisierten Studio, habe ich da wirklich irgendwie ein bisschen mit mir gerungen und habe so gedacht, rein wirtschaftlich wird das eine Vollkatastrophe für mich. Aber dieser ältere Herr, der war so unheimlich sympathisch und der war so lieb und ich habe gedacht, der möchte einfach für seine Nachfahren quasi, die möchte er irgendwie halt so was in die Hand drücken und sagen, guck mal hier, ne, der das Opa. Das war dein Opa. Genau. Der war hier früher unterwegs und hat hier die wilde Luzi rausgelassen am Wochenende. Naja. Und hatte dann auch einen Termin bei ihm und kam halt rein. Wie man sich das vorstellt, so in so einer schönen Wohnsiedlung, kleines Städtchen im Münsterland. Wohnzimmer, Eiche brutal. Genau, schönes Einfamilienhaus. Ja, ne? Ja. So, dann hintere Zimmer, ja, das ist mein Musikzimmer. Dann gingen wir da rein, da hat er wirklich eine, wie heißt das, dieses Hallgerät von Roland, dieses legendäre, dieses grüne. Achso, du meinst das nicht Hall, Delay, das Roland RE201, das Space Echo. Ja, Space Echo, Entschuldigung. Ja, genau. Ja. Ist ja, okay. Ja, ja. Stimmt, ist ja eigentlich ein Delay. Hat aber eine Halsspirale drin, wenn ich mich recht entsinne. Richtig, ja. Und einen alten Röhrenverstärker, alte Boxen, aber so eine ganz moderne Workstation. Ja, genau. Und dann fing er da an, da haben wir uns erst ein bisschen unterhalten. Und dann fing er dann an zu spielen, drückt auf den Knopf, geht die Begleitautomatik von seinem los. Ne? Und dann griff er halt die Akkorde und dann ging es los mit Hello, Hello, Mary Lou und weiß ich nicht, du bist so heiß wie ein Vulkan. Und jetzt sagen natürlich ganz, ganz viele, die
nach außen hin und online und so immer so einen auf ganz wichtig und hart, und ich arbeite ja hier nur mit den Profis zusammen und so, wo ich immer schmunzeln muss, wenn ich dann so denke, ja, okay, ne, mach du mal deine Instagram-Werbung, so ist ja nett. ich fand das total sympathisch. Ich habe gesagt, pass auf, wir waren dann auch beim Du. Ich habe gesagt, komm, wir machen einen Termin, wir kriegen das hin. Ja. Und wie gesagt, ich fand es total köstlich. Ich habe mich total amüsiert irgendwie. Er hat mir dann noch alles angeboten, ob ich einen Cognac will oder einen Wein oder so. Und alles Gute kommt ja immer auch gut zurück. Genau. Wer Gutes gibt, kriegt Gutes zurück. Dann kam leider Corona und natürlich auch höchst Risikogruppe dann in dem Alter. Und hat erstmal einen Termin abgesagt. Und jetzt dieses Jahr, war das dieses Jahr? Der hat auch, ich glaube, Anfang diesen, nee, genau, Ende letzten Jahres, im Dezember. Dann rief er wieder an und sagte, ja, gut, Corona, aber jetzt dreimal geimpft und so. Ich sag, ja, ich auch, wir können uns ja auch testen, ja, alles klar. Wir haben den Termin gemacht, hatten jetzt nicht über weitere Details gesprochen. Jetzt kam er hier rein mit seinem Keyboard. Ich habe ja hier, wo wir jetzt sitzen, das ist ja auch quasi der Aufnahmeraum. Das alles hier hingestellt und habe mir ein Kopfhörer, Mikro hingestellt. Ach so, ja, dann höre ich mich dann ja selber. Also das war wirklich so eine ganz lustige Situation, weil das war für den natürlich völlig neu. Der hat sonst sein Mikrofon, das hat irgendwie an seine Anlage angeschlossen und hat gesungen. So. Ja. Das war für den nicht weiter Thema irgendwie. Nee. Wir hatten das irgendwann alles fertig. Dann gab er mir eine Liste in die Hand und sagte, ja, das sind die Titel, die ich aufnehmen will in der richtigen Reihenfolge, dann auch für die CD nachher. Ich gucke auf das Ding, da stand da 50 Lieder drauf. Ich habe gesagt, wie lange wolltest du denn aufnehmen? Ja, 50 Lieder, so ein Lied dauert ja 3 Minuten, 4. Ja, dann haben wir, was haben wir dann? Ja, wenn wir mal 4 Minuten rechnen, 200 Minuten, ja, 4-5 Stunden. Okay. Ich war total perplex. Ich habe gedacht, okay, schauen wir mal. Ich habe mir einfach hingehockt. Habe auf Rekord gedrückt, ich sage, läuft. Und dann hat er angefangen zu spielen. Und jetzt kann man natürlich darüber streiten, wie wertvoll oder wie toll das ist. Nochmal, ich finde das, nicht negativ oder so. Der unterhält ja Leute. Er hat Spaß gehabt. So, dann bei einem Lied, weiß ich noch ganz genau, also wirklich alles One-Take. Der hat sich nicht verspielt, der hat sich nicht versungen. Und wenn er sich verspielt oder versungen hat, dann haben wir es nochmal gemacht. Ja. Und wenn es nicht geklappt hat, hat er gesagt, der Song fliegt raus, weil wenn ich den beim zweiten Mal nicht hinkriege, dann ist der nix. Ne? Dann hatten wir nachher jetzt wirklich, weiß ich nicht, 44 Songs oder so. Ja. Und dann sagt er zu mir, ja, wann kann ich die CD denn abholen? Ja, morgen. Ich sag, wie CD, wie meinst du das? Ja, ich will das ja verschenken. Genau. Ja, eine CD. Da muss ich erstmal überlegen. Und dann fiel mir auf, ich habe ja einen neuen Rechner. Ja. Also seit anderthalb Jahren, der hat gar kein CD-Laufwerk mehr. Warum auch? Ich sag, ja, pass auf, kein Problem, wir kriegen da alle hin. Ja, ja, ich hab dir auch Rohlinge mitgebracht. Okay, weißt du, so ein 50er Stapel von Aldi, von der Kasse. Ja. Ich sag, wie viele CDs? Ja, 20 brauche ich schon. Wie? Wie willst du denn 50 Titel auf 20 auf eine CD draufkriegen? Genau, so erstmal waren das dann 2 CDs natürlich. Ja, 20 brauche ich zum Verschenken. Also, ja, und ich wieder gedacht, komm, bist ja ein lieber Kerl, hat ja Spaß gemacht. Mach ich dir fertig. Hab gedacht, ich besorge mir so ein externen CD-Brenner. Ja, ja. Dann bin ich hier nach ausgefahren, in den Elektronikfachmarkt da. So, habt ihr externe CD-Laufwerke, /Brenner? Oh, muss ich erst mal gucken, weiß ich gar nicht. Rüber am Dachboden. Ja doch, wir haben ja einen. Ich sage, gibt es da eine Auswahl? Nee, nur den. Ja, alles klar, mitgenommen. Nicht drüber nachgedacht. Und so das letzte CD-Laufwerk, /Brenner, was ich so hatte, das konnte 64-fache Geschwindigkeit brennen. Echt? So schnell? Oder 48? 48, ja. 48? Ja, ja. 48. Okay, dann habe ich es gleich verdammt, 48. Da gar nicht drüber nachgedacht. Und komm dann hier hin, habe gedacht, ja komm, irgendwie muss ich jetzt ja mal fertig machen. Und leg die CD rein, drück auf Brennen und denke mir, was ist denn hier los? Warum dauert das denn so lange? Und dieses externe USB 2 CD-Laufwerk konnte nur 4-fache Geschwindigkeit brennen. So, jetzt musst du überlegen, das waren ja dann, also 20 heißt ja 40 CDs. Ja, ja. Das heißt, ich habe im Prinzip einen Arbeitstag nur damit verbracht, CDs gewechselt. CDs zu brennen. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Herr war so unheimlich dankbar und so unheimlich glücklich. Ich habe von seiner, glaube ich, gefühlt von seiner halben Familie, habe ich eine Nachricht noch bekommen. Nach Weihnachten, er hatte das dann an Weihnachten vorgespielt und dann an alle verschenkt. Ja. Das heißt, so für mich der Sinn der Geschichte,
man muss auch mal Sachen machen, wo vielleicht nicht der große wirtschaftliche oder auch nicht so der das Prestigeprojekt oder so, sondern einfach auch mal wieder darauf berufen, dass mit dem, was ich gemacht habe, und ich habe jetzt ja hier nicht gezaubert, sondern ich habe sein Keyboard über die DI verkabelt, habe ihm ein Mikro hingestellt, habe das nachher rudimentär bearbeitet, ein bisschen Hall drauf gemacht. Für dich. Und der war unheimlich glücklich. Ja. Vielleicht mal wieder darauf berufen, dass man natürlich, wenn man seine Brötchen dann verdient hat oder seine Brötchen auch verdient, dass man dann auch mal solche kleine Gesten durchaus machen kann und Leute einfach glücklich machen. Ja, und du hast es entsprechend, um das nochmal zurückzukommen auf das, was du vorher gesagt hast, entsprechend dem, was er damit vorhatte, natürlich vom Aufwand her auch gemacht. Ne? Also natürlich hätte man jetzt auch alle Spuren einzeln ausspielen können von allen Instrumenten und das nochmal alles neu mischen können und so weiter und so fort. Aber wofür? Ne? Also er war ja glücklich mit seinem Sound und von daher, ich bin auch großer Fan von solchen Sachen, die zumeist nichts einbringen, aber irgendwie, ich lebe halt auch so ein bisschen nach Karma, aber ich denke, wenn du Gutes gibst, kommt auch Gutes wieder. Auch. Und umgekehrt halt zum Glück auch, wenn du mich fragst, wie heißt es so schön, Karma is a bitch, also wer Schiete gibt, kriegt auch Schiete wieder. Was ist das ne? so? Und aber ich glaube, bei mir ist das Universum auch sehr gerecht. Bei mir gibt das Karma schon wieder zurück, weil ich kriege ja alle 2 Wochen Quarkbällchen. Das ist ja. Und wer spiegelt dir dann dein Karma? Die Waage oder was? Oh ja, die auch. Ja, aber ich kann damit gut leben, weißt du? Ein bisschen Quarkbällchen, zum Geburtstag mal eine Flasche Gin. Übrigens hatte ich den letztes Wochenende wieder. Und? War lecker? Ich wieder an dich denken, genau. Diesmal mit einem anderen Tonic Water. Ja. Aber richtig immer noch, Eier. Immer noch fantastisch. Iron Balls. Iron Balls, Iron Balls, genau. Ja, apropos Karma, ich bin gestern, stehe ich draußen bei uns auf der Terrasse, so eine kleine Terrasse, und da wächst so eine Rose hoch. Mhm. Die wirft im Moment ihre Blätter ab. Also nicht die Blätter, sondern die Blütenblätter ab. Das heißt, mit anderen Worten, alles voll irgendwie. Und ich schmeiß gerade unseren Kärcher Außenstaubsauger an. Plötzlich ring mein Telefon. Und ich gehe normalerweise nie dran, wenn ich die Telefonnummer nicht kenne. Hab aber von meiner Ärztin auf die Blutwerte gewartet. Ich habe gerade so einen großen Check-up hinter mir. So ab 50 sollte man ja einen Check-up machen. Große Hafenrundfahrt. Ja, das nicht. Das war vor 3 Jahren. Aber da war auch alles gut zum Glück. Toi, toi. Aber hab gedacht, ja komm, gehst du mal eben ran. Und dann war auf der anderen Leitung, war, ja hallo, du kennst mich vielleicht aus dem Fernsehen. Ich sag, ja. Ja, sprach mich sogar mit Namen an. Ja, hallo Jonas, kennst du mich vielleicht aus dem Fernsehen? Wir suchen hier so einen, wenn man so singt, vor 3 Leuten so. Ich sage, ja, ist ja schön. Wer ist denn da? Ja, du kennst mich bestimmt aus dem Fernsehen. Ich sage, pass auf, Alter, du hast die Play-Taste jetzt 2-mal gedrückt, das ist vielleicht nicht ganz gut. Ja, und einer von 9 Sängern, der ist ja auch richtig gut und aufgelegt. Jetzt habe ich ja lange mit Parodisten zusammengearbeitet. Also ich kann Parodisten von dem echten unterscheiden. Außerdem kenne ich Dieter Pohlen persönlich. Das ist ja nicht schlimm, Jonas. Nee. vor allem habe ich etwas häufiger mal mit seinem Kompagnon zu tun gehabt, mit Thomas Anders. Ein fantastischer Kerl, muss ich wirklich hier mal. Also Musik kann man darüber streiten, aber ein fantastischer, angenehmer Supermensch. Aber umso mal, da habe ich jemand verarscht. Hat versucht, mich am Telefon zu verarschen. Und ich bin drauf reingefallen, weil der mich am Anfang mit, ja, hallo Jonas, du kennst mich vielleicht aus dem Fernsehen, weil der mich mit dem Vornamen angesprochen hat. Ja. Jetzt Frage, woher kennt er meinen Vornamen? Gut, er könnte vielleicht noch aus dem YouTube kennen irgendwie. Woher hat er meine Telefonnummer? Die habe ich vor langer Zeit rausgenommen. Das heißt, also da ist nicht mehr so drin, so direkt dran zu kommen. Mhm. Also du kommst übers Impressum, aber nicht an die Telefonnummer, auf der er mich angerufen hat. Und jetzt war das Blöde, dass er nicht mit Rufnummerunterdrückung angerufen hat. Ich war jetzt aber noch zu lazy, um zurückzurufen und zu fragen, welcher Idiot denn da meint, der würde mich verarschen können. Irgendwie. Aber dann habe ich mich so an früher erinnert, wie wir halt Klingelstreiche an der Tür gemacht haben. Und letztendlich war es ja nichts anderes als ein Klingelstreich. Ne? Ich habe dann auch kein Groll irgendwie oder sonst was irgendwie, sondern habe einfach den Staubsauger angemacht und währenddessen schmunzelt und bei uns die Terrasse mal sauber gesaugt und gedacht, ey, auf was für Ideen die Leute kommen. Wie jetzt mal ein ganz anderes Thema. Jetzt kommt's. Was ist denn Außenstaubsauger? Außenstaubsauger? Ja, das gibt's. Das ist ein Staubsauger, den kannst du mit und ohne Beutel betreiben. Mhm.
Ist also quasi so eine große gelbe Tonne, ist auch von Kärcher, kann ich ja sagen. Und ist ein Staubsauger im wahrsten Sinne des Wortes, aber halt mit einem etwas größeren Rohr und hebt für draußen. Und da kannst du, wenn du den Beutel rausnimmst, dann kannst du so einen Filter einsetzen, dann kannst du damit zum Beispiel Wasser wegsaugen. Also wenn es zum Beispiel irgendwo nass geworden ist oder so. Und mit Beutel kannst du dann halt grobes Zeug weg, wie Laub zum Beispiel. Also jetzt nicht das große Laub, aber so, wenn du mal eine Terrasse sauber saugen willst und jetzt nicht den von drinnen nehmen willst, hast du einen Außenstaubsauger. Sehr schön. Ja. Also ist nicht. Wir haben nämlich draußen bei uns am Balkon eine Kiwi-Pflanze, die tatsächlich Kiwis auch trägt. Wie groß sind die? Geht so, aber sind auch knüppelhart. Das heißt, wenn du die pflückst, musst du die erstmal noch so ein paar Wochen an die Seite legen, aber dann kannst du sie wirklich essen. Also, und auch lecker. Hast du Kiwi, ja, genau. Ist vielleicht nicht so süß wie die aus, keine Ahnung, Ägypten. Ägyptien. Ja, genau. Ägypten hier nichts zu trinken. Ägypten bei Indien. Ja, wie die aus Ägypten, genau. Und die Blüten davon sind total aggressive Arschlochblüten, Entschuldigung. Weil die, wir haben so, wie heißt denn nochmal, diese Planken auf dem Balkon, diese Holzplanken mit den Rillen drin. Teakholz oder was? Nee, wie heißt das? Ich weiß nicht, Chicken Teriyaki-Holz. Ja, ja, genau. Wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall kriegst du das nicht weggefegt. Ja? Also ich stehe da immer wie so ein Berserker und versuche den Balkon irgendwie zu fegen, weil die sich da so perfekt dann irgendwie, die sind reinlegen. So ein bisschen klebrig gefühlt. Und dann hänge ich da immer und sammle 739 Blütenblätter einzeln mit den Händen auf, weil ich ja auch so ein Perfektionist bin. Da darf da natürlich auch keine mehr liegen. Ja, ja. Also mit dem Gedanken gehe ich ran und nach 5 Minuten denke ich, ach, so ein bisschen Blüten ist ja auch ganz hübsch eigentlich. Ja, ja, genau, ist ja Natur schließlich, ne? Genau. Aber vielleicht wäre ja ein Outdoor-Staubsauger meine Lösung. Also ob der den wegzieht, die Blüten, das weiß ich jetzt nicht. Also klar, wenn die mit Wasser irgendwie kommt ein Tropfen Regen drauf, dann pappen die ja sofort drauf. Ne? Genau. Also da bist du wahrscheinlich mit dem Hochdruckreiniger ein bisschen besser aufgestellt. Ja, ist schwierig, weil das ist ja zwischen den Holzplanken ist ja Luft. Ach so, ja. Das heißt, mein Vermieter wird sich vermutlich nicht so freuen, wenn ich ihm dann unten alles nass. Wobei, ich kann ihn mal fragen. Also, kriegen wir hin. Ja, ja. Aber es ist der Außenstaubsauger. Der hat uns tatsächlich als Münster vollgelaufen, ist vor ein paar Jahren. Ja, da habe ich mitgepumpt in Münster, genau. Bei meiner Schwägerin sozusagen. Ja, siehst du. Und da haben wir hatten zum Glück nur ganz wenig Wasser. Und deswegen konnten wir das dann mit dem Kärcher wegsaugen, quasi mit dem Staubsauger. Münster-Nienberger hatte viel Wasser. Münster-Nienberger, da ist sogar jemand gestorben, ja. Genau. Der wollte noch eben im Keller, wollte der noch irgendwas aus dem Keller holen, dann hat ihm das Wasser die Fenster und Türen zugedrückt, dann ist es vollgelaufen und dann hatte der leider keine Chance mehr. Und du kriegst es dann, wenn der Druck von außen kommt. Das war Wahnsinn. Da sind wir aus dem Sauerland nach Münster, wie gesagt, zur Schwester meiner Freundin gefahren und mussten irgendwie durch Münster erstmal durchkommen. Ja. Weil alles gesperrt was war. Schon, gesperrt oder eben voll Wasser war. Ja, genau. Das war wirklich ein Himmelfahrtskommando eigentlich. Also rückwirkend betrachtet total dämlich, dass wir das gemacht haben, weil wir uns eigentlich in eine viel größere Gefahr gebracht haben, als die Personen waren, die halt in einem Haus waren, die halt, ich sage jetzt mal ganz blöd, Schienbein hoch in Wasser standen. Ja, ja. Aber nicht eben auch nicht mehr. Ja, genau. Ja, und wir sind halt eben mit 2 Autos da wirklich Harakiri, teilweise konntest du ja gar nicht mehr sehen, wo sind Straßen, wo nicht und so, ne? Im Stockdunkeln. War eine interessante Nacht auf jeden Fall. Total. Also wir hatten in Wolberg hatten wir Glück. Bei uns war auch tatsächlich nur, weil eine Leitung, die vom Dach oben runterkam, die war bei uns kaputt, leicht porös. Und da hat es rausgedrückt, sonst hätten wir gar nichts im Haus gehabt. Bei meinem Bruder allerdings ist der komplette Keller vollgelaufen und ich habe mich dann auch durch das Wasser dann durchgekämpft, der war nicht zu Hause, also bin ich zu ihm hingefahren und habe dann tatsächlich dafür gesorgt, dass da das Wasser wieder rauskommt. Der hat ein Jahr lang die Trockengebläse drin gehabt. Boah. Und zum Glück hat seine Versicherung das getragen, Schwein gehabt, aber da war der komplette Keller furchtbar. Also wirklich, das war ja im Verhältnis zu dem, was da an der A stattgefunden hat, war das ja ein kleines Vorgeplänkel, darf man ja gar nicht drüber reden. Das war ja nur ein kleiner Schauer. Ne? Ach, Björn, ich sag dir was. Aber dass ich da dem Teufel von der Schippe gesprungen bin mit meinen Gefäßen, ne, da muss ich auch ehrlich mal sagen, das ist ja wirklich fantastisch. Ich bin zum ersten Mal in einem MRT gewesen und wusste ja gar nicht, wie das ablief. Meine Frau sagte nur, du kriegst da einen Kopfhörer auf und wenn es dir zu laut ist, kannst du Stöpsel in die Ohren nehmen. Ich dachte, wie laut soll denn das sein? Irgendwie, es war schon relativ laut. Aber als sie mir dann danach, also hat so 20 Minuten vielleicht gedauert irgendwie, und dann habe ich noch 5 Minuten gewartet und habe mich die Ärztin reingerufen und habe mir dann quasi so als 3D-Scan meinen kompletten Kopf gezeigt, also alle Gefäße und alles, was da so durchläuft. Das fand ich schon, also manche würden sagen gruselig,
Aber ehrlich gesagt, als sie dann sagte, nö, alles tippitoppi und keine Aneurysmen, keine Verengung, keine Verkalkung, keine gar nichts. Also das mit den Verkalkungen habe ich ja schwer bezweifelt, weil ich mir so viele Sachen nicht merken kann oder nicht dauerhaft merken kann. Was? Kommt doch sonst nicht vor. Ups. Also gerade bei uns beiden passiert das doch nie, dass du dir irgendwas nicht merkst. Siehste? Und deswegen war ich halt verwundert, dass sie keine Verkalkung gefunden hat. Dann muss es ja wahrscheinlich andere Gründe haben. Also hattest du quasi ein Dolby Atmos von deinem Kopf. Total. Und hat sie mir sogar dann mitgegeben. Und jetzt schließt sich vielleicht der Kreis zu gerade wieder. Auf CD. Ja, toll. Witzigerweise, ich habe ja mein Elternhaus im Sauerland, ja. Gehört ja mir. Und wir haben da gerade Probleme mit einem Rohrbruch. Ja. Und es war eine Spezialfirma da. Und die haben das halt gereinigt. Und unter anderem haben die dann noch mehr Bruchstellen gefunden und so. Und die fahren ja mit so einer Kamera halt genau, auch da durch. Ja, ja. Da wurde mir dann auch ganz penibel in Rechnung gestellt, Kamerafahrt, jeder Meter kostet extra, ne? Genau, genau, ja. Und, und ich habe mich noch gewundert, ich wusste, da kommt jetzt per Post eine Rechnung. Ja. Und habe so dieses Brief in der Hand, denke, was irgendwie ist so schwer. Denn, ja, also ja. Schwer, aber halt so irgendwie so ja. Fest auch. Ja. Naja, gut, da haben sie noch einen Katalog voller schönsten, weiß ich nicht, die schönsten Rohre. Deutschlands, okay, das ist jetzt sehr verstörend. Egal. Google bloß nicht die schönsten Rohre Deutschlands. So, oh Gott, ich habe auf jeden Fall mache ich den Umschlag auf und da liegt halt eine CD bei mit den Videoaufnahmen dieser Rohrfahrt. Und original das, was du gerade gesagt hast, stand ich da und habe gedacht, wie mache ich das? Wie kriege ich das irgendwie in ein Gerät? Und dann ist mir eingefallen, ich habe ja für 24,95 mir ein geniales externes CD-Laufwerk gekauft. Ist mit vierfacher Brenngeschwindigkeit. Also wenn ich irgendwann mal so viel Langeweile habe und nichts sonst zu tun habe, dann mache ich mir schön Popcorn, setze mich auf die Couch und guckst dir die schönste Rohre von denen. Und dann gucke ich mir schon schön die sauerländische Rohrfahrt 2022 an. Also da freue ich mich. Ich würde dich auch dann, wenn du möchtest, gerne einladen. Ich kann dann ja meine CD-Sammlung, meine externe CD-Abspielgeräte-Sammlung mitbringen. Ja, du wirst lachen. Ey. Ich bin ja Early Adopter, habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich Techniken früh adaptiere und ausprobiere. Ich habe unter anderem einen Riesenschrank mit HD-DVDs voll. Ja. Die wenigsten wissen ja noch, dass es früher neben Blu-ray auch ein konkurrierendes Format gab. Habe ich ja so einen kompletten Schrank voll mit, ich glaube, sag was, 100 HD-DVDs. Braucht man davon extra Abspielgeräte? Ne? Richtig, ja. Genau. Und die haben aber einen Softwarefehler. Das heißt, die spielen nur die Hälfte von den HD-DVDs ab. Frag nicht. Ich habe aber auch jede Menge externe Geräte. Also ich habe, du findest bei mir alles. Wenn du mal irgendwann ein Abspielgerät für irgendein nicht mehr bekanntes Medium brauchst, von der 5¼-Zoll-Diskette über DAT bis zu, also DAT, bekannt, ne? Ja, das ist digital Audiotape. Bis zu Blu-ray, ruf mich an. Okay. Ich wäre da. Ich habe sogar einen 4-Spur-Kassettenrekorder von Tascam. Oh, das ist auch. Ja. Habe ich auch noch. Ja, witzigerweise, ich bin jetzt in der Woche ist ja mein Video rausgekommen zum Thema, also ich wollte es eigentlich Kill Your Darlings nennen, aber es geht dann doch eher um die Time to Chorus, also um die Zeit, die vergeht bei einem Song bis zum Chorus. Schrieb mich direkt daraufhin jetzt eine Band an, ob ich ihnen mal Tipps geben könnte für ihre, also eine Punkband, die wollten ihre Songs mal ein bisschen straffer produzieren, ob ich da nicht mal ein bisschen helfen könnte. Da habe ich gedacht, no, das ist doch mal ein schönes Ergebnis von einem Video, dass ich nicht nur als Fachmann akzeptiere, werde, sondern auch noch gefragt werde, ob ich helfen kann. Geile Punkband übrigens, also richtig voll auf die Fresse. Deutsch-Punk? Ja, Deutsch-Punk mit also wirklich so, wie man sich, du hast mir neulich Wieso vorgespielt. Wieso, ja, genau. Ja, genau. Und so ein bisschen in die Richtung auf jeden Fall, wo ich gedacht habe, das macht mir Spaß, den werde ich mal antworten. Ja, und, damit ich das machen kann, verabschiede ich mich jetzt von dir und du dich von mir und wir uns von euch aus diesem Podcast. Bedanken uns für die tolle Aufmerksamkeit und hoffen, dass es nicht zu technisch war. Also ich hoffe zumindest, dass es nicht zu technisch war und zu viel Mimimi. Wir haben ja auch viel über Instagram gesprochen und so. Und das über, stimmt, genau, ja. Und über Quarkbällchen auch. Ja, aber auch hoffentlich nicht über Mimimi. Aber ich würde sagen, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. In zwei Wochen? Schalten Sie auch in zwei Wochen wieder ein. Wenn wir das nächste Mal, kann ich vielleicht noch kurz erklären. Die nächste Folge wird dann zum ersten Mal remote stattfinden. Genau. Wir werden nicht hier sitzen, weil der Sommer sich ankündigt und unsere Wege sich für die nächsten Wochen ein bisschen trennen werden, zumindest räumlich. Ich werde in Europa unterwegs sein. Ja, man soll nicht meinen, dass ich derjenige bin, der im Urlaub ist. Nein. Warum? Warum eigentlich nicht? Ich meine, mastern kann man auch unterwegs. Oha.
Oha, jetzt habe ich ein böses Thema angesprochen. Oha. Sprechen wir nächstes Mal drüber. Aber ich bin mal sehr gespannt. Eine Remote-Session, wie es dann klappt, wie unser Podcast dann, dann klingt, aussieht. Aussehen wird er nicht. Genau. Weil die nächste, ab der nächsten Folge werden wir erstmal nicht mehr bei YouTube sein. Das heißt, für dich, der du hier bei YouTube zuschaust, ab der nächsten Folge erstmal nicht mehr bei YouTube, nur noch einen kleinen Ausschnitt vielleicht, als Appetit hat man, damit du weißt, dass die neue Folge raus ist und damit wir dann sagen können, hier bei den üblichen Plattformen, Spotify, Amazon, Google, Apple, iTunes, Apple, sonst was, heißt nicht mehr iTunes, ne? Heißt Apple Music. Apple Podcast heißt es. Okay. Und da ist die Podcast-Folge dann zu finden. Der Vorteil ist, ab dem nächsten Mal können wir so bekleidet, wie wir wollen, endlich mal den Podcast aufnehmen. Irgendwie mit Badelatschen. Gut, wenn du dann irgendwo in Europa unterwegs bist, vielleicht in Badehose irgendwo an dem Strand oder See. Wie kommst du dann an die Quarkbällchen? Und vor allem, wie komme ich in Italien, Griechenland oder wo auch immer ich bin, an Quarkbällchen? Tiefkühl. Gute Idee. Muss ich jetzt nur noch ein TK-Fach bei uns in den Van einbauen. Aber das kriege ich auch noch hin. Das kriegt er hin. So, nächste Folge erstmal remote, auf jeden Fall von uns beiden noch aus Deutschland. Und dann geht's raus in die Welt. Ich bedanke mich recht herzlich. Hätte ich jetzt noch Lust auf ein Käffchen? Mach ich. Und wir sehen uns und hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut, bis dahin und see you later. Ciao. schön. Jetzt kannst du aufstehen und einfach ohne einfach so aufstehen. Geil, ne? Ja, praktisch so eine Funke, ne? Immer. So ein Funke-Marige. Wir haben sogar aufgenommen. Hey!